In Deutschland sucht die kaiserliche Marine eine neue Antriebstechnik. Da wird sie auf einen Einzelgänger aufmerksam. Er arbeitet an einem bahnbrechenden Motor mit allem Einsatz. Sein Werk soll allen Menschen dienen, die Welt von Armut befreien. Er wagt gefährliche Experimente und gerät ins Fadenkreuz der Macht, bis er eines Tages auf merkwürdige Weise verschwindet. Rudolf Diesel und sein Motor, der die Welt bewegt. Herbst 1913. Ein Lotsenboot auf dem Ärmelkanal hat das Beiboot zu Wasser gelassen. Die Seeleute haben auf dem Meer etwas gesichtet. Es ist ein Leichnam. Er könnte zur Lösung eines spektakulären Rätsels führen, das zu dieser Zeit die Gemüter bewegt. Es beherrscht die Schlagzeilen der Weltpresse. Der bekannte deutsche Ingenieur Rudolf Diesel ist auf mysteriöse Weise auf dem Ärmelkanal verschwunden. Gerüchte sprechen von Mord. 10 Tage zuvor. Das Fährschiff Dresden stampft durch die Nacht mit Kurs auf England. Unter den Reisenden an Bord ist ein berühmter deutscher Ingenieur, Rudolf Diesel. Er hat einen revolutionären Motor erfunden. Doch Diesel hat auch viele Feinde. Diesel will in England eine Motorenfabrik einweihen. Von Deutschland aus mit Argwohn betrachtet, denn man erwartet Krieg. Keiner bemerkt etwas Ungewöhnliches, als sich Diesel an diesem Abend von mitreisenden Geschäftsfreunden zur Nachtruhe verabschiedet und sich allein in seine Kabine begibt. Herr Diesel. Als Diesel am nächsten Morgen nicht erscheint, sind die Geschäftsfreunde beunruhigt. Sie fürchten, Diesel sei möglicherweise erkrankt. Herr Diesel. Doch die Kabine ist leer. Und was bei näherem Hinsehen stutzig macht, Diesels Bett ist unbenutzt, der Koffer nicht geöffnet. Eine Suchaktion auf dem Schiff bleibt erfolglos. Rudolf Diesel ist spurlos verschwunden. »21 Jahre vorher. In Berlin herrscht Aufbruchstimmung. Kaiser Wilhelm II. Hat ehrgeizige Pläne. Er will Deutschland mit allen Mitteln zur Weltmacht führen. Die Industrie wächst zu dieser Zeit, fühlt sich im Aufwind. Doch sie hat ein ernstes Problem. Die Dampfmaschinen, mit denen produziert wird, sind bewährt, aber sie verbrauchen Unmengen teure Kohle. Seit über 100 Jahren ist es nicht gelungen, einen effektiveren Antrieb zu entwickeln. Dringend wird von Industrie und Militärs nach einem neuen Motorkonzept gesucht. Bei anderen haben die Dampfmaschinen einen hohen Tribut gefordert. Sie nehmen vielen Handwerkern die Arbeit weg und treiben sie in die Armut. Dampfmaschinen können nur Wohlhabende bezahlen. Der junge Ingenieur Rudolf Diesel will die Verhältnisse ändern, will eine neuartige Kraftmaschine bauen, die sich viele leisten können. Das hat sich Diesel zur Lebensaufgabe gemacht. So zu denken, ich will was für die soziale Frage, für die Lage der Arbeiter tun, das war doch im Bürgertum, aus der Schicht kamen ja die meisten Ingenieure, doch was Besonderes. Diesel stammt selbst aus einfachen Verhältnissen. Er kennt die schwierigen Lebensbedingungen der Handwerker nur allzu gut. Er ist fest überzeugt, seine Idee wird die Welt gerechter machen. Oft bis zur Erschöpfung arbeitet er an der Entwicklung seines Motors. Klein und handlich soll er sein und vor allem preiswert. Dazu ein Motor mit einer noch nie dagewesenen Leistung. Doch die pausenlose Arbeit hat bald Folgen. Immer häufiger plagen Diesel stechende Kopfschmerzen, gegen die nur starke Arzneimittel helfen. Aber er ignoriert die Warnsignale.
Sein Ziel ist ihm wichtiger als die Gesundheit. Seine Frau Martha versucht immer wieder, ihn zu Ruhepausen zu bewegen. Doch Diesel fürchtet, Zeit zu verlieren, sieht sonst seine große Vision vom Durchbruch in ein neues Maschinenzeitalter in Gefahr. Wovon Diesel damals noch träumte, ist inzwischen Wirklichkeit. Der Dieselmotor ist zum Rückgrat unseres Weltwirtschaftssystems geworden. Er treibt die Schiffsgiganten an, die unsere Waren über die Weltmeere transportieren. Jede dieser mächtigen Maschinen erzeugt eine Leistung, die 20.000 Haushalte mit Energie versorgen könnte. Über 85% des weltweiten Gütertransports verläuft über See. Undenkbar ohne die Erfindung des Dieselmotors. Damals, gegen Ende des 19. Jahrhunderts. Reichsmarineamt Berlin, 1892. Eine geheime Sitzung ist angesetzt. Es geht um die Zukunft der Marine. In Kürze werden sie einen weitreichenden Auftrag erhalten. Kaiser Wilhelm II. Will eine so starke deutsche Schlachtflotte aufbauen, dass sie auch dem mächtigsten Gegner trotzen kann. Schon bald werden die Militärs auf Rudolf Diesel und seinen Motor aufmerksam werden. Nur wenige Kilometer vom Reichsmarineamt entfernt erklärt Diesel seinem Sohn, wie sein Motor funktionieren soll. Es ist ein bahnbrechender Ansatz. In dem Motor soll Luft allein durch Zusammenpressen auf mehrere hundert Grad erhitzt werden. Wird dann Kraftstoff eingespritzt, meint Diesel, entzündet der sich ganz von selbst. Auf die Idee ist er durch ein gängiges Kompressionsfeuerzeug gekommen. In einem Glaskolben mit Zunder wird Luft so schnell und fest zusammengepresst, dass durch die Hitze des Drucks der Zunder glüht. Diesel hofft, mit einem viel höheren Druck jeden Treibstoff entzünden zu können. Aber wem er auch davon erzählt, er stößt auf Ablehnung. Kein Material könne diesen Druck aushalten. Und wie solle überhaupt der Treibstoff eingespritzt werden? Diesel wurde ja von allen Seiten angegriffen und man hat immer gesagt, dieser Motor kann nicht funktionieren, der Mensch ist ein Scharlatan. Und diese Angriffe haben ihm persönlich sehr zu schaffen gemacht. Andere Erfinder haben schon versucht, die Dampfmaschine durch Gas- und Benzinmotoren zu ersetzen. Doch solche Motoren sind nur bedingt verwendbar und kosten Unsummen. Einer der größten Hersteller ist die Gasmotorenfabrik Deutz in Köln. Dort arbeitet ein gewisser Professor Otto Köhler als Berater. Köhler wird bald zu Diesels erbittertem Gegner werden. Denn auch er hat schon an einem selbstzündenden Motor gearbeitet. Und wie Diesel hat er nach einer Lösung für die Einspritzung des Treibstoffs gesucht, sie aber nicht gefunden. Heutige Forscher machen mit aufwendigen Versuchen sichtbar, mit welchem Problem Köhler und Diesel zu kämpfen hatten. Es geht um höchste Präzision bei der Zündung in der Brennkammer. Die Einspritzung ist heute wie damals der Schlüsselmoment in der Entwicklung eines Dieselmotors. Der Zeitpunkt muss auf die tausendstel Sekunde exakt berechnet sein. Ebenso die Menge des Kraftstoffs, die beim Autodiesel nur wenige Tropfen beträgt. Und vor allem, der Kraftstoff muss unter Hochdruck zu einer feinen Wolke zerstäubt werden. Immer besser ist die Technik geworden, immer feiner die Messmethoden, mit denen die Entwickler an der Optimierung des modernen Dieselmotors arbeiten. Doch auch sie stoßen immer wieder an Grenzen. Auch heute mit allen computergestützten Methoden ist eine akkurate Vorhersage nicht möglich. Wir sind deswegen noch auf Brennkammerversuche und Verfahrensversuche angewiesen. Und letztlich hat Rudolf Diesel seinerzeit nichts anderes gemacht. Die Selbstzündung ermöglicht einen weit besseren Leistungsgrad als bei allen anderen Verbrennungsmotoren. Doch für Rudolf Diesel war es im Jahre 1892 bis dorthin noch ein Weg voller Hindernisse. Trotz der ungelösten Fragen schreibt Diesel an Dutzende Firmen. Denn wenn er keine Investoren findet, kann er keinen Probemotor bauen.
Doch er erhält nur Absagen. Jetzt hat er noch eine letzte Hoffnung. Heinrich von Butz, Direktor der Maschinenfabrik Augsburg. Butz hat seinen Oberingenieur angewiesen, Diesels Konstruktionsplan zu überprüfen. Er weiß, ein Ersatz für die veralteten Dampfmaschinen wäre ein Vermögen wert. Aber die Antwort des Oberingenieurs ist eindeutig. Diesels Vorhaben sei vollkommen unmöglich. Die ganze Ingenieurwelt sei sich darin einig. Butz will sich die Sache trotzdem noch einmal überlegen. Sein Ingenieur hingegen ist sich sicher, Diesel ist ein realitätsfremder Träumer. Auch vom Berliner Patentamt kommen schlechte Nachrichten. Man will seinen Motor nicht patentieren, denn er ähnle schon existierenden Projekten. Da formuliert Diesel seinen Antrag einfach um und erhält doch ein Patent. Diesel hält die Sache damit für erledigt. Er glaubt jetzt, als Erfinder des Selbstzündermotors abgesichert zu sein. Ein fataler Fehler. Denn Otto Köhler von der Gasmotorenfabrik Deutz hat Jahre zuvor einen Artikel über seine Idee von einem Selbstzündermotor veröffentlicht, den Ansatz aber vorerst nicht verfolgt. Noch weiß Köhler nichts von Diesels Forschung. Doch schon bald wird er davon erfahren und von Diesels Anspruch, der Erfinder zu sein. Währenddessen wartet Rudolf Diesel sehnsüchtig auf die Antwort des Direktors der Augsburger Maschinenfabrik, Heinrich von Butz. Als das Schreiben endlich kommt, ist Diesel voller Hoffnung. Denn anfangs hatte sich Butz einmal sehr interessiert gezeigt. Doch jetzt ist die Antwort niederschmetternd. Einem so hohen Druck, den Diesels Selbstzünder brauche, werde kein Material standhalten, schreibt Butz als Begründung. Diesel weiß von dieser Schwachstelle und er hat sich schon etwas ausgedacht, womit der Butz noch umstimmen könnte. Und tatsächlich kommt bald eine positive Antwort. Der zweite Brief von Butz, der überraschend eine Zusage brachte, lässt sich heute im Deutschen Museum in München ausfindig machen. Im Archiv wird Diesels gesamter schriftlicher Nachlass aufbewahrt. Zahlreiche bisher unveröffentlichte Akten, Fotos und Briefe. Der Diesel-Experte Ralf Spicker sucht Butz' zweites Schreiben heraus. Doch die Frage, wie Diesel es schaffte, Butz umzustimmen und dessen Zusage zu bekommen, beantwortet das Schriftstück nicht. Erst ein weiterer Brief gibt Aufschluss. Diesel hatte trotz der ursprünglichen Absage hartnäckig weiter an Butz geschrieben und vorgeschlagen, den Druck im Motor auf einen Bruchteil seiner letzten Berechnung zu senken. Immer noch ein Vielfaches von dem, was Maschinen bis dahin auszuhalten hatten, aber für Butz zumindest theoretisch machbar. Was Diesel nirgends schreibt, er weiß nicht, ob die Selbstzündung dann überhaupt noch funktioniert. Inzwischen hat die Forschung das Rätsel um den Kompressionsdruck entschlüsselt, den die Selbstzündung als Minimum benötigt. Und dabei ist Erstaunliches herausgekommen. Diesel traf exakt den richtigen Wert, als er ihn aus der Not heraus niedriger ansetzte. Seine ersten Berechnungen waren viel zu hoch. Heute durchläuft jeder Dieselmotor ein hartes Testprogramm, wie hier ein Schiffsmotor. Der Überlasttest ist einer der wichtigsten. Der Druck wird auf 10% über Maximalbelastung erhöht. Modernste Entwicklung mit aufwendigen Computerberechnungen und Simulationen, während Rudolf Diesel nur über einfachste Mittel verfügte. Diesel hat von Butz zwar die Zusage für den Bau des Probemotors bekommen, Butz verlangt aber noch einen weiteren Finanzier. Hastig schreibt Diesel ein Buch, in dem er die Vorteile seines Motors werbewirksam hervorhebt. Die Veröffentlichung ist Diesels große Hoffnung, einen Interessenten auf seinen Motor aufmerksam zu machen. Davon hängt jetzt alles ab. Da wird Diesel in die Villa Hügel eingeladen, das Anwesen der einflussreichen Familie Krupp. Hier hat man sein Buch aufmerksam gelesen und die Bedeutung seiner Idee erkannt. Und jetzt wird Rudolf Diesel von dem mächtigsten Industriellen des Deutschen Reichs empfangen. Friedrich Alfred Krupp.
Krupp hat ihn in seine Bibliothek geführt, auf einen Balkon, wo man über den Park schauen konnte. Und da standen dann also zwei Stühle und ein Tisch. Und Krupp eröffnet also das Gespräch. Übrigens, auf dem Stuhl hat vor ihm zuletzt der Kaiser gesessen. Obwohl viele Direktoren des Krupp-Konzerns vor dem Projekt als Sprung ins Dunkle warnen, stimmt Krupp zu. Er spürt, dass Diesels Motor über enormes Potenzial verfügt. Krupp schließt mit Diesel und der Maschinenfabrik Augsburg einen Vertrag. Schon bald soll mit dem Bau des Probemotors begonnen werden. Als Diesel nach Hause zurückkehrt, ist er in Hochstimmung. Jetzt ist sein Ziel zum Greifen nah, durch seinen Motor den verarmten Handwerkern helfen zu können. Doch nicht weit entfernt werden schon ganz andere Pläne verfolgt. Kaiser Wilhelm II. Ist an jeder Neuerung interessiert, die dazu beitragen kann, das Deutsche Reich zur Großmacht aufzubauen. Krupp verdient bereits Millionen an den stetig steigenden Rüstungsausgaben. Auch der technikbegeisterte Kaiser soll Diesels Buch gelesen haben. Auf jeden Fall wäre ein solcher Motor für sein ehrgeizigstes Projekt von allergrößtem Interesse. Kaiser Wilhelm will die deutsche Marine mit einem gigantischen Flottenbauprogramm zu einer der größten der Welt ausbauen und vor allem die Seemacht England übertrumpfen. Und wenn es gelänge, den Dampfmaschinenantrieb durch den neuartigen Motor zu ersetzen, dann würden auch die Kessel- und Kohlebunker überflüssig, die einen Großteil der Ladefläche verschlingen. Diesels Motor würde nicht nur viel weniger Platz benötigen, sondern den Schiffen auch eine deutlich größere Reichweite verschaffen. Und noch jemand wird durch Diesels Buch aufmerksam gemacht. Otto Köhler von der Gasmotorenfabrik Deutz. Das sind doch ganz ähnliche Ideen, wie er sie schon viel früher veröffentlicht hat. Ist es Diesel vielleicht gelungen, die Konstruktionsprobleme zu lösen? Köhler ist zwar skeptisch, aber er wird Diesels Aktivitäten sicherheitshalber genauestens im Auge behalten. Noch ahnt Diesel nichts davon, dass er in den Fokus anderer Interessen geraten ist. Für ihn zählt nur eins. Endlich darf er in Augsburg seinen ersten Prototypen bauen. Doch er steht vor einer mächtigen Herausforderung. Jetzt muss er zeigen, dass er einen Motor bauen kann, dessen Beanspruchung alles in den Schatten stellt, was eine Maschine jemals aushalten musste. Ein Vorhaben, das alle Ingenieure als undurchführbar bezeichnen. Changwon in Südkorea. Hier werden heute die größten Dieselmotoren der Welt gebaut. Jedes Mal wieder eine Aufgabe der Superlative, auch mit den modernsten Mitteln. Mit der Gewalt von fast 100.000 PS wird dieser Motorkoloss später ein Schiff antreiben. Und es gilt, die Kräfte sicher zu beherrschen. Einer der schwierigsten Momente der gesamten Bauphase steht bevor. Eine Kurbelwelle soll in den Motorblock eingesetzt werden. Hochzeit nennen die Ingenieure diesen kritischen Schritt. 100-mal in der Minute wird sich die 30 Tonnen schwere Kurbelwelle später im Motor drehen. Nur härteste Stahllegierungen können diese Beanspruchung aushalten. Obwohl die Kurbelwelle über 20 Meter lang ist, liegt die Fertigungstoleranz im Zehntelmillimeterbereich. Schon der geringste Fehler bei der Herstellung oder beim Einbau hätte beim ersten Starten schwerwiegende Folgen. Ein PKW-Dieselmotor besitzt eine Lebensdauer von bis zu 5000 Arbeitsstunden. Dieser Schiffsdiesel soll später 6000 Arbeitsstunden leisten, pro Jahr. Kein Motorbau ist so brisant. Keine Maschine verlangt den Materialien so viel ab und stellt jedes Mal aufs Neue eine gigantische Herausforderung dar. Selbst für heutige Ingenieure. Der 10. August 1893. Ein Schicksalstag für Rudolf Diesel. Viele sind gekommen in der Hoffnung, sein Scheitern mitzuerleben. Denn heute will Diesel zum ersten Mal den Motor anwerfen. Für Diesel entscheidet sich alles in den kommenden Augenblicken.
Er will die argwöhnischen Ingenieure endlich davon überzeugen, dass sein Motor tatsächlich funktioniert. Ein Treibriemen von einer Dampfmaschine beschleunigt seinen Motor in den Leerlauf. Monate hat Diesel auf diesen großen Moment hingearbeitet. Dann tritt Diesel vor, um die Brennstoffzufuhr anzustellen. Die Männer nennen den Motor schon Diesels schwarze Geliebte. Und auf einmal geschieht es. Was zuerst wie das Scheitern aussieht, ist in Wirklichkeit eine Sensation. Dass ein Teil abgesprengt worden ist, beweist, der Motor hat tatsächlich gezündet. Diesels Theorie stimmt. Selbstsicher lässt Diesel verlauten, ein serienreifer Motor sei in wenigen Monaten machbar. Der Motor war nach der ersten Zündung längst noch nicht betriebsfähig, musste ja noch mit angetrieben werden, um überhaupt zu laufen. Und Diesel hat wahrscheinlich so übersehen, dass er eigentlich noch nicht am Ziel ist, nämlich einen rundlaufenden, betriebsfähigen Motor zu haben. Alarm in Augsburg. Als Diesel eines Morgens zur Maschinenfabrik kommt, verlassen Arbeiter und Ingenieure gerade fluchtartig das Werk. Sein Motor hat sich überhitzt. Seit der ersten Zündung sind Monate vergangen. Trotz aller Versuche läuft der Motor nicht. Fast täglich kommt es zu gefährlichen Zwischenfällen. Die Männer verlangen von Butz, endlich Schluss zu machen mit diesen abenteuerlichen Versuchen, bevor Diesels Motor auch noch ein Todesopfer fordert. Diesel beschwört sie, nicht aufzugeben. Ganz bestimmt habe er die Probleme bald gelöst. Aber er weiß, vor allem die Ingenieure werden immer ungeduldiger und Butz' Unterstützung kennt Grenzen. Diesel muss schleunigst Ergebnisse liefern, sonst kann er bald seinen Traum von dem neuen Motor begraben. Fast 120 Jahre später. An dem Ort, wo Rudolf Diesel einst um seine Erfindung kämpfte, verlässt gerade ein neu entwickelter Schiffsdiesel die Werkshallen. Über ein Jahr lang wurde zuvor bis ins kleinste Detail hinein getestet. Mit dem Einsatz aller modernen Mittel, die heute für den Motorenbau zur Verfügung stehen. Simulationssoftware hilft, technische Fehler frühzeitig zu erkennen. Bis ein Prototyp für die ersten Tests zugelassen wird, dauert allein die Entwicklungsarbeit der Ingenieure rund 2 Jahre. Erst dann wird alles mit Messtechnik verkabelt und zusammengesetzt. Denn so sorgfältig alle Berechnungen durchgeführt werden, ob ein neu entwickelter Motor wirklich wie gewünscht läuft, das zeigt sich erst im praktischen Versuch. Heute wie damals. Rudolf Diesel hat wieder und wieder alles überprüft und Änderungen an der Konstruktion vorgenommen. Aber noch immer läuft sein Motor nicht allein, muss noch immer mit einer Dampfmaschine durch einen Treibriemen in Schwung gehalten werden. Jetzt hat er einen neuen Versuch vorbereitet. Viel Zeit bleibt ihm nicht mehr. Butz wird immer ungeduldiger. Jedes Einzelteil hat Diesel überarbeitet und eine Lufteinspritzung unter Hochdruck konstruiert. Die ersten Messergebnisse sind vielversprechend. Diesel glaubt, auf dem richtigen Weg zu sein. Als er einem Monteur die nächsten Maßnahmen erläutern will, achtet der nicht auf Diesel, sondern starrt wie gebannt auf den Antriebsriemen. Da bemerken auch alle anderen, was passiert ist. Der Riemen hängt durch. Das kann nur eines bedeuten. Der Motor läuft ganz ohne fremde Hilfe. Diesel hat es geschafft. Das ist der Beweis. Der Selbstzündermotor kann tatsächlich funktionieren. Die Nachricht schlägt an den Börsen wie eine Bombe ein. Der Aktienkurs der Maschinenfabrik Augsburg erlebt einen ungeahnten Höhenflug.
Aus der ganzen Welt reisen Ingenieure und Unternehmer nach Bayern. Sie alle wollen das technische Wunder bestaunen und feiern den Erfinder. Plötzlich erhält Diesel einen Anruf, der ungeheuerlich klingt. Ein Ingenieur will sein Patent anfechten. Diesel ist außer sich. Das halbe Leben hat er für seine Erfindung geopfert. Und jetzt will sie ihm ein anderer streitig machen? Diesels schon angeschlagene Gesundheit verschlechtert sich. Ein Patentstreit würde den Durchbruch seines Motors um Jahre hinauszögern. Herr Diesel? Mit seinem Gegner hat er ein geheimes Treffen vereinbart. Es ist Otto Köhler von der Gasmotorenfabrik Dotz. Diesel versucht, mit Argumenten zu überzeugen. Er, Diesel, sei es schließlich allein gewesen, der die Erfindungen für den funktionsfähigen Motor gemacht habe, während Köhler nur die Idee für einen Selbstzünder beschrieben habe. Doch Köhler bleibt stur. Jetzt zieht Diesel nur noch einen Weg. Er macht Köhler ein lukratives Angebot. 3.000 Mark jährlich für einen Beratervertrag, wenn Köhler keinen Patentstreit entfacht. Da zögert Köhler nicht lange und schlägt ein. Nun steht Diesels Erfolg nichts mehr im Wege. Unermüdlich reist er durch die Welt, um Lizenzen für seinen Motor zu verkaufen. Die Industriellen reißen sich um die Verträge. Diesel wird in kurzer Zeit zum Millionär. Aber unmerklich ist er durch seine Erfindung auch immer mehr in den Fokus der Politik geraten. In Deutschland wird der Ausbau der kaiserlichen Marine weiter forciert. Und Ingenieure haben schon wegen seines Motors für die Schifffahrt angefragt. Doch die Marine stößt bei Diesel auf Ablehnung. Er hat wissen lassen, für kriegerische Zwecke stehe sein Motor nicht zur Verfügung. Etwas, das Missfallen auslöst. Diesel will seinen Motor nur für die Handelsschifffahrt tauglich machen. Dafür aber wäre der Betrieb mit Petroleum zu teuer, mit dem der Motor bisher nur läuft. Und ein Schiffsmotor würde Unmengen Treibstoff brauchen. Es muss daher gelingen, ihn mit schwer entzündlichen Ölen zu betreiben, den billigen Abfallprodukten der Ölindustrie. Erst das wäre für die Schifffahrt wirklich lukrativ. Inzwischen plagen Diesel immer häufiger stechende Kopfschmerzen, weshalb er sich oft zurückziehen muss. Viele Versuche müssen Assistenten durchführen. Doch schließlich gelingt es. Aufgrund des hohen Drucks kann der Motor sogar Schweröl verbrennen. Jetzt scheint die entscheidende Barriere überwunden zu sein. Nicht nur für sich und seine Familie sieht Diesel die besten Aussichten für die Zukunft. Der ganzen Menschheit soll sein Motor einmal ein Segen sein und sie zu Dingen befähigen, die sich noch keiner vorstellen kann. Und sein Selbstzündermotor wird auch die Schifffahrt revolutionieren. Südkorea. Hier werden heute Superschiffe gebaut, so lang wie 3 Fußballfelder. Vierzig solcher Stahlgiganten verlassen jedes Jahr die Werft, um für Reedereien in aller Welt Waren über die Ozeane zu transportieren. Und alle werden durch eine Motorart dominiert. Den Dieselmotor. 13 Tonnen Schweröl pro Stunde verbrauchen diese Motorriesen. Ohne die Verwendungsmöglichkeit des billigen Schweröls wären niemals so gewaltige Antriebe möglich geworden. Und damit der Bau von Ozeanriesen, wie wir sie heute kennen. Es ist eine Schreckensnachricht, die Diesels Frau erhalten hat. Sofort ist sie zum Krankenhaus geeilt, wohin ihr Mann eingeliefert wurde. Rudolf Diesel hat einen schweren Nervenzusammenbruch erlitten. Die Jahre des Raubbaus an seinem Körper, das viele Reisen und die Kämpfe um seinen Motor haben ihren Tribut gefordert. Diesel verspricht seiner Frau, sich künftig etwas zu schonen. Aber ganz loslassen kann er nicht, denn große Ereignisse stehen bevor.
Im Jahr 1900 öffnet in Paris die Weltausstellung ihre Tore. Sie soll alle bisherigen Ausstellungen in den Schatten stellen. Und hier will Diesel den Grand Prix gewinnen. Die höchste technische Auszeichnung, vergeben von einer Jury der bedeutendsten Wissenschaftler. Über 50 Millionen Besucher aus aller Welt kommen nach Paris. Diesels Maschine ruft wahre Begeisterungsstürme hervor. Sie gewinnt den begehrten Preis, wird von jedermann als technisches Wunderwerk gefeiert. Was aber kaum jemand bemerkt, der Motor läuft mit Erdnussöl. Denn es ist auch Diesels Zukunftsvision, unabhängig vom Erdöl zu werden. Dafür interessiert sich jedoch niemand. Man wundert sich bestenfalls darüber, wie jemand auf so eine Idee kommen kann, Pflanzenöl als Treibstoff einzusetzen. Rudolf Diesel war seiner Zeit weit voraus. Heute werden allein in Deutschland 1 Million Hektar mit Raps bepflanzt, um Biodiesel zu gewinnen. Die Schattenseite, wertvoller Ackerboden für den Anbau von Nahrungsmitteln, geht verloren. Ein futuristisch anmutendes Pilotprojekt nahe Köln kann vielleicht einmal die Lösung bringen. Die Forscher der Jacobs University setzen bei ihrem Versuch auf eine Wunderpflanze. In diesen Bioreaktoren wachsen Salzwasseralgen. Ernährt werden sie mit den CO2-Abgasen eines nahegelegenen Braunkohlekraftwerks. Die mikroskopisch kleinen Algen nehmen das Kohlendioxid auf und wachsen in rasender Geschwindigkeit. Die Algen sind reinste Energiewunder. Aus ihnen kann 20-mal so viel Biodiesel hergestellt werden wie aus der gleichen Menge Raps. Und sie binden gleichzeitig die Treibhausgase des Kraftwerks. Ist die Algendichte in den Bioreaktoren hoch genug, wird geerntet. Aus 1 Hektar Fläche können bis zu 30.000 Liter Biodiesel gewonnen werden. Durch chemische Verfahren wird die Algenmasse zu Öl weiterverarbeitet. Später einmal könnten die Algenanlagen als Aquakulturen direkt im Meer betrieben werden, für mehr Unabhängigkeit vom Erdöl. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts setzt der Dieselmotor seinen Siegeszug fort. Strom kommt bald aus ersten Kraftwerken, in denen Dieselmotoren Turbinen antreiben. Auch die Automobilbranche würde Diesel gerne erobern. Doch dort bleibt der Benzinmotor noch für lange Zeit überlegen. Aber in der Schifffahrt gewinnt der Selbstzünder an Bedeutung. Stapellauf des ersten dieselbetriebenen und hochseetauglichen Passagierschiffs im Februar 1912 in Kopenhagen. Die Zeelandia, sie markiert den Anfang eines neuen Zeitalters auf See. Im Reichsmarineamt in Berlin hat man inzwischen ganz andere Pläne. Beim Ausbau der Flotte kann Deutschland mit England nicht mithalten. Die Engländer legen viel mehr Schiffe auf Kiel. Das Wettrüsten zur See hat Deutschland verloren. Stärker denn je setzt die Marine auf den Dieselmotor. Aber nicht mehr für Schlachtschiffe, sondern für eine ganz andere Waffe. Wenn Deutschland die Meere nicht mit der Flotte beherrschen kann, dann vielleicht aus der Tiefe heraus. Mit Unterseebooten. Für diese Waffe haben sich Dieselmotoren als am besten geeignet erwiesen. Für die Fahrt über Wasser haben sie die größte Reichweite und zum Aufladen der Batterien für Fahrten unter Wasser mit Elektromotoren sind sie am sichersten. Sie werden zur Schlüsseltechnologie des geplanten U-Boot-Kriegs. Was Rudolf Diesel nie wollte und was er immer strikt ablehnte, das kann er nicht verhindern. Sein Motor gewinnt immer mehr Bedeutung als kriegswichtige Technologie. Nicht nur in Deutschland, sondern auch in den anderen Ländern. Seit
Seine große Hoffnung, mit seinem Motor zum Wohle der Menschen und zur Beseitigung von Armut beitragen zu können, hat sich bisher nicht erfüllt. Immer mehr ist Diesel zu den politischen Vorgängen in Widerspruch geraten. Über seine Ansichten hat er sogar ein Buch geschrieben. Darin spricht er sich für eine antikapitalistische Gesellschaftsordnung aus. Aber kein Verlag hat sich bereit erklärt, sein Buch über Solidarismus als natürliche wirtschaftliche Erlösung des Menschen herauszubringen. Diesel hat sich daher entschlossen, es selbst zu veröffentlichen, wovor ihn viele warnten. In Berlin stehen die Zeichen immer mehr auf Krieg. Die Admiräle lassen sich Filme von englischen Flottenmanövern vorführen und besprechen die Strategien. Kriegswichtiges Wissen soll unter keinen Umständen ins Ausland gelangen. Seit neuestem zählt auch der Dieselmotor dazu. Butz haben sie bereits dazu angehalten, keinen Vertrag mit den britischen Vickers-Werken abzuschließen, bei dem es um Dieselmotoren ging. Auf gar keinen Fall dürfen neue Motorentwicklungen mehr nach England gelangen. Mit der Erfindung seines Motors hat Rudolf Diesel zwar Millionen verdient, aber mit der Zeit wird seine Lage immer kritischer. Der erfolgreiche Ingenieur hat finanzielle Probleme. Der Bau einer Villa, die kostspielige Herausgabe seines Buchs, falsch angelegte Gelder. Seine Frau Martha weiß es noch nicht. Von den Millionen ist nicht mehr viel übrig. Da bereitet Diesel Ende September 1913 eine Reise nach England vor, wegen eines geschäftlichen Treffens dort und der Einweihung einer neuen Fabrik für Dieselmotoren. Seine Frau ist beunruhigt, denn die Zeitungen schreiben ständig davon, dass es bald Krieg geben wird. Diesel versucht, sie zu beruhigen. Sie solle eine Zeit lang zu Freunden fahren. Er werde ihr regelmäßig schreiben. Diesels Gedanken kreisen ganz um die bevorstehende Englandreise, die ihm sehr wichtig ist. Vielleicht kann diese Reise ihm helfen, seine finanziellen Probleme zu lösen. Er hofft, in England neue geschäftliche Beziehungen knüpfen zu können. Auch wenn dies dem deutschen Militär missfällt, zumal er früher schon Lizenzen für seinen Motor an die beiden Mächte Frankreich und England verkauft hat. Am 29. September 1913 fährt Diesel über den Ärmelkanal an Bord des Fährschiffs Dresden auf die englische Küste zu. Mit befreundeten Geschäftspartnern hat er zu Abend gegessen. Sie werden später zu Protokoll geben, es seien fröhliche Stunden gewesen. Man habe viel gelacht und über die Zukunft des Dieselmotors gesprochen. Als sich Diesel zur Nachtruhe begibt, verabredet er sich mit seinen Freunden für den nächsten Morgen. Doch dazu wird es nicht kommen. In dieser Nacht wird Diesel spurlos verschwinden. Zehn Tage später entdeckt das holländische Lotsenboot Kürzen eine auf See treibende männliche Leiche. Die Matrosen wissen von dem mysteriösen Verschwinden des weltbekannten Ingenieurs. Doch der Tote ist zu stark verwest, um den Mann noch erkennen zu können. Der Kapitän will keine Leiche an Bord bringen lassen. Daher entnehmen sie den Taschen des Toten nur Gegenstände, die sie dort finden. Damit lässt sich vielleicht herausfinden, ob es sich um Rudolf Diesel handelt. Die Gegenstände werden wenig später von einem Sohn Diesels als die seines Vaters identifiziert. Die Familie ist zunächst ratlos. Als aber Diesels finanzielle Probleme zutage treten, steht für sie fest, Diesel hat Selbstmord begangen. Ich glaube nicht an einen Selbstmord, weil er einfach noch zu viele Ziele im Leben hatte, Pläne gemacht hat. Und er wollte sein Buch noch mal anders vermarkten. Er wollte mit seiner Frau verreisen. Er hatte ihr Briefe geschrieben, wir machen die und die Reise. Und wollte sich allgemein zur Ruhe setzen, in ein kleineres Haus ziehen. Er hat also über die Heizkosten nachgedacht. Er hat, als seine Frau in Urlaub war,
aufgeräumt. Das macht einer nicht, der sich umbringt. Tatsächlich gibt es den Verdacht, in jener mysteriösen Nacht sei Diesel an Bord der Dresden einem Mordkomplott zum Opfer gefallen. Bei der offiziellen Untersuchung wurde kein Abschiedsbrief gefunden. Diesel hatte seiner Frau noch kurz vor Abfahrt des Schiffes einen Brief mit aufbruchsfreudigem Inhalt geschrieben. Dass er sich dann ohne jede Erklärung das Leben genommen haben soll, erscheint Kritikern der Selbstmordthese als sehr unwahrscheinlich. Und es gibt noch etwas Merkwürdiges. Man fand seinen Schlüsselbund im Schloss des Reisekoffers steckend. Als sei Diesel beim Öffnen gestört worden. Hat ihn abends jemand noch unerwartet aufgesucht? Bis heute ist das Rätsel nicht gelöst, ob es Mord war oder sich Diesel in dieser Septembernacht doch das Leben nahm. Diesel wollte, dass sein Motor dem Wohle aller Menschen dient und hat letztlich das Werkzeug für eine mächtige Globalisierung geschaffen. Weltweiter Handel im heutigen Ausmaß und damit das Fundament unseres Weltwirtschaftssystems wäre ohne den Dieselmotor undenkbar. Ein Antriebskonzept vor über 100 Jahren entwickelt, noch immer ohne echte Alternativen. An dem dieselmotorischen Prinzip zur Seefahrt wird sich auf lange, lange Zeit nichts ändern. Ob da jetzt fossile Kraftstoffe oder regenerative Kraftstoffe Verwendung finden, ist unerheblich. Wir werden diesen Motor auf lange Zeit im Transportgewerbe der See noch sehen. Die Ingenieure arbeiten bereits an Plänen für noch größere und kraftvollere Dieselmaschinen. Theoretisch sehen sie keine Begrenzung für diesen Motor, den man damals auch Diesels schwarze Geliebte nannte.